Und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Steve. Dort drüben steht der Foyer-Manager, der Concierge der Herzen für die Demo, die wir heute spielen, Open Door. Und ich würde sagen, wir open die Door mal gleich, aber vorher lesen wir uns noch diesen Zettel durch. Ich schreibe dies für diejenigen, die sich in der gleichen Situation befinden wie ich. Nachdem dieses Ding mich hierher gejagt hat, habe ich mich in diesem Raum versteckt. Ich musste einen Weg finden, um zu entkommen. Es sieht so aus, als könnte es Geräusche hören. Wer nicht? Neulich haben sie einen anderen Kerl fallen gelassen. Sie haben ihn im Nebenzimmer eingesperrt. Wenn du dies liest, das macht nicht mein Fehler. Lauft und versteckt euch. Verschwinde von hier. Mein Plan? Finde den Schlüssel für die Haupttür. Lasst dich nicht erwischen. Wenn das der Plan war, dann wird der wahrscheinlich gescheitert sein. Dann müssten wir eigentlich einen anderen Plan haben. Normal, ja. Aber gut. Ich mach mal auf. Hey, hey! Oh, da ist doch schon was. Was ist denn? Das, na hier, da. Naja, guck mal, da ist doch einfach nur eine Lücke. Ist doch noch eine Wand zwischen. Oh Gott. Ich kann auch nicht lehnen. Ich... Achso, das ist eine Tür. Ich hätte gedacht, dass wir... Oh. Oh. Hallo? Er frisst, ne? Er will nicht gestört werden. Warte mal, Henrik, wir auch! So, okay. Sorry. Haben wir... Nee. Wir haben keine Taschenlampe? Nicht. Dann nehmen wir erstmal Richtung Licht. Europalette! Oh. Ja, hör mal. Die kannst du auch noch bewegen? So. Bitte. Naja. Mach's mal so, dass es vielleicht ein bisschen mehr blockale Wirkung hat. Natürlich wird die Tür nach innen aufheben. Bei meinem Glück. So, okay. Cool. Da, wo du jetzt die Europalette vorgestellt hast, die Tür können wir aber auch öffnen. Ach so, also ich dachte, das wäre das. Mit dem Vieh. So, ja, die geht tatsächlich nach innen auf. Was für ein Scheiß. Ja, es ist dunkel wie mehr ein Arsch. Oh, ach du Scheiße, ey. Hilf mir! Helft mir! Bitte, helfen Sie mir! Jemand muss mir helfen! Hilfe! Bitte, Hilfe! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe. Wer schreibt denn dauernd mal Hilfe auf? So unrealistisch, das Spiel. Also wirklich. So. Aber da war jetzt nichts weiter drin außer dieser Zettel? Hier war nur Hilfe, 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 Hilfe. Keine Taschenlampe oder irgendwas? Nee, einfach nur ein... Oh, Melli, ey. Ich dachte wirklich, das war jetzt gerade im Spiel. Manno. So, für die, die sich auf YouTube angucken, wir haben hier so eine tolle Community, die ständig irgendwelche Alerts abfeuert irgendwie. Und das sind fiese Alerts. Fiese. Komm auch du zu uns, zu Twitch. Und ärger uns. Oh Gott. Ach du Schande. Bin ich dagegen. Was ist das hier? Ach. Oh no. Also, es wird jetzt nicht richtig sein, aber... Ach, das... Kannst du die jetzt eigentlich nochmal anklicken, wenn du die reingedrückt? Ja, kannst du. Okay. Ja, dann nimmst du alle wieder raus. Das ist so eine Indie-Nummer jetzt. Indiana Jens. Indiana Jens, ich mach mal hier zu. So, oh nee. Und hier habe ich doch schon mal gleich Amnesia The Bunker Vibes. Plap! Okay, hier ist zu. Kippenschachtel. Nichts. Kann mich auch... Ach du Scheiße. Da ist halt Vieh drin, oder? Und das Vieh ist nicht mehr drin. No. No. Okay, dann kippen. Ach schön. So ein Knochen und so ein Fleischpansen drin hier, Alter. Sie gaben mir dieses Stück Papier und sagten mir, ich soll alles aufschreiben, was ich möchte. Ist das eine Art Test? Warum sollte ich meine Gedanken aufschreiben? Lass mich raus, ihr Bastardos! Tja. Ach so. Nee, kann ich auch nicht drehen. Ja, schön. Aber war in dem Zimmer nicht noch ein weiterer Durchgang? Ach, also war da noch ein Loch in der Wand? Nee, okay, war nur ein Schatten. Na, sieht. Nee. Es steht so eine Europalette davor. Krücken hier hin. So, hier können wir auch nichts machen. Da muss ich jetzt hier in den dunklen Gang rein? Oh nein. Nein, 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 nein. Exi, nüscht. Oh, das ist so fies.
da leuchtet's red. Jetzt nicht, ja, jetzt so, okay. Mach an, bleib an. Oh no, Alter, oh no. Achso, warte mal, wir müssen ja leise sein, weil er kann ja Dinge hören. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie ein Raum, wo ich... Ich dachte, du sollst leise sein. Ah, oh, Jojo, Mann! Ey! Wieso? Einleitung zum Anschalten des Stroms. Aufgrund eines defekten Schalters müssen wir nun die Notstromversorgung einschalten. Erstens, keine Ahnung. Zweitens, dann schalten Sie es wieder ein. Das ist doch eine tolle Anleitung. Drittens, keine Ahnung, schalten Sie den defekten Schalter aus. Fünftens, schalten Sie die Notstromversorgung ein. Alles sollte funktionieren. So, da unten haben wir, siehst du, Benni, kann man das da unten mal notieren? Aber was, also, hä? Rot? Ich mach ein Foto von. Wo ist mein Handy? Handy! Aber was ist denn... Ja? Mit den roten Pfeilen? Wie? Was? Woher? Okay, hab ich. Ja, die roten Pfeile, die bringen dich jetzt aus dem Konzept. Ja, nicht dieser komische Schlumpf, der da rumschleucht. Ey, diese roten Pfeile. Alter, diese roten Pfeile, die machen mich... Ja, die roten Pfeile, also, ich brauche einen Anhaltspunkt. Wo setze ich die ein? Oh Gott, du kannst unter die Kisten nachgucken, oh Gott. Ach du Scheiße. Oh je. Ja, wir sind der neue Delivery Guy. Haben wir auch mal so ein Spiel gespielt, oder? Night Delivery? Ja, Night Delivery. Stimmt. Oh, schöne Ding. Oh, so ein japanisches, ne? Mhm. Segne das Geld. Großartig. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Plöppiken. Schaut es euch mal nach dem Video hier an. So, okay. Ich möchte jetzt aber nicht jeden Cut... Oh, hallo, ein Schlüssel. Sie haben den Schlüssel für den Treibstofflager. Ey, wir haben ja ein Treibstofflager. Ich habe hier wirklich harte Ninja-Vibes, die hier rüberkommen. Ja, also, ja. Wenn jetzt der Generator noch ausgeht, ja. Ja, natürlich wird er ausgehen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit in Horrorspielen, dass du nie lange Licht hast. Hast du rechts noch einen Zettel? Naja. Jetzt geht uns das Essen aus. Und warum hat sich der alte Jim nicht um die wichtigen Dinge gekümmert? Hat sein Gedächtnis völlig nachgelassen? Na, ich habe es so satt, hier zu sitzen und zu warten. Gestern habe ich Schreie aus dem Gefängniszimmer gehört. Ach, wir haben ein Gefängniszimmer. Schön. Und Dave, wie ist er bei dir zu Hause? Diese Typen quälen sie ganz schön. Ich würde nicht in ihre Haut stecken wollen. Ich muss das Protokoll zu Ende ausfüllen. Was? Was denn für ein Protokoll? Was? Ja, jetzt können wir ein bisschen draußen spazieren. Nee, aus die nächste Tür. Achso. Okay, das war anscheinend schon die Tür für den Schlüssel. Ich geh mal rein. Ich mach mal auch gleich zu. Ein Ventil finden. Aha. Das muss anscheinend dahin. Nachricht für denjenigen, der ein weiteres Fass verschwenden wollen. Was? Nachricht für diejenigen, die ein weiteres Fass verschwenden wollen. Präziser Sprachgebrauch. Das alte Ventil ist kaputt. Ich habe ein neues bei einer nahegelegenen Fabrik bestellt. Ich hoffe, der Treibstoff geht uns nicht vorher aus. Wenn es nicht reicht, muss ich den Ofen mit Reifen heizen. Ich muss daran denken, es bei der Lieferung in die rote Kiste zu legen. Okay, Benni, wir suchen eine rote Kiste. Ja, ist aber schön. Das lässt sich ja gut lesen. Besser. Ist aber okay. Ah, jetzt geht's. Na, und? Jetzt nicht. Schön. Schön, schön, schön. Ich muss so schnell wie möglich ins Forschungszentrum wechseln. Wenigstens haben sie keine Probleme mit Nahrung und Wasser. Und mit stummen Leichen lässt sich viel leichter arbeiten. Ja, hier gibt es all diese Geräusche. Brennende Leichen. Sogar in meinen Träumen höre ich, wie sie schreien. Das ist doch mal a place to be für Arbeitnehmer. Also, ich habe mal eine blöde Frage, aber stumme Leichen, also gibt's auch laute Leichen? Ja, Resident Evil. Okay. So, also wir müssen irgendeinen roten Kasten finden, Benni. Einen roten Kasten. So, war hier nochmal... Nein, er ist auch eher orange.
Okay. Linke Maustaste zum Aufheben drücken. Kannst du aber nicht wahrscheinlich, ne? Ich bin zu schwach. Wie so ein Lappen bin. Kann ich fast nicht anheben. Gut, okay, dann müssen wir anscheinend erstmal irgendwie weitersuchen. Eine Wand. Okay. Noch eine Wand. Vielleicht müssen wir Richtung rotes Licht, wo wir vorhin waren? Ja, eher genau in die Richtung. Meine ich ja, genau da. Wo der Typ ist. War. War hoffentlich. Ja, der ist jetzt hier weg und so. Yay. Okay, warte mal. Guck mal ganz kurz. Aber hier sieht nichts nach einer roten Kiste aus. No, das sieht nicht danach aus, so. Die Türen riegeln. Reservestromraum. Ich habe diesen Raum geschlossen, um keine Energie zu verschwenden. Und die Tür zum Generatorraum stromlos gemacht. Blöder Wichser. Sie werden nie erraten, welchen Code ich für die Tür verwendet habe. Gut, dass unser Strom unbeständig ist. Glühbirnen 1, 2, 3. Aha. Ist das ein Code? Guck mal noch weiter höher. Da irgendwie eine 03. Achso, nee, warte mal. Oh, er schunkelt jetzt schön. Die flackert zweimal. Das ist die 1. Die flackert einmal. Ja, und die da hinten, die hat auf jeden Fall öfter geflackert. Also die ist ja fast ausgerastet. Viermal, ne? Ja. Okay. Hallo! Sehr gut. Wiederherstellung des, der Stromversorgung. Na, das ist doch... Ja. Backup Power. Aufgrund einer kürzlich aufgetretenen Panne sollten Sie vorsichtig damit umgehen. Ohne sie ist unser Stromsektor stromlos. Ich wollte gerade sagen, wir sind für den Satz, unser Strom stromlos. Für alle Fälle habe ich den Ersatzschlüssel für die Tür in der Speisekammer versteckt. Er liegt unter der Kiste. Gut, den haben wir jetzt schon gefunden. Genau. Aber. Aber hier haben wir auch eine Rode, also ja, eine Kiste nicht, aber da hier links. Nee, an der Wand. Nee, da, weiter. Ja, da, genau, da, das Rode. Ach so, das ist doch mal eine schöne Kiste. Ah, hier haben wir auf jeden Fall das Ventil und wir können es nicht nehmen. Weil? Linke Maustaste zum Aufheben drücken. Ach du Scheiße. Das ist wie so ein Bleppo-Trag jetzt hier diese Rad vor mich. Hallo! Okay, schöne Sache! Oh. Ja, waren die Maurer aber schnell. Nicht cool. Nicht cool, Alter. Ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ist immer gar nicht so leise. Oh. Hallo, Lili? Du hast aber auch eine runde WD-40 vertragen, das gute Ding. Ja, ne? Alter, wollt ihr mich... Musst du das, wie gesagt, auch gedrückt halten, um das denn... Nee, das ist ja, du musst es ja nicht gedrückt halten. Du sollst das immer anklicken und dann hat er das. Aber er ist halt zu lappig dafür. Okay. Ja, aber das kannst du jetzt hier nicht gewesen sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt das Ventil. Was war jetzt noch die nächste To-Do? Also wir müssen ja irgendwo noch ein Fass... austauschen oder so? Ah! Du, nö. Mach mal dein Ding da draus, mein Freund. Alles gut. Schöni. Brauchen wir vielleicht noch... Ja? Behälter? Ja, also entweder Behälter oder bei der Stromversorgung, weil dafür habe ich ja das Foto gemacht, vielleicht gibt es ja da irgendwelche Schalter, die ich mit hoch, runter, also mit diesem roten... Astratoma?
Sollten wir mal ein ernstes Wort miteinander sprechen. Endlich Kaffee trinke, Alter. Ey, ich dachte, es wäre gerade in-game. Hab ich gerade schon komplett wegge... Also, ja, okay. Genau, Kanister-Melly. Das ist das absolut korrekte Wort, was die beiden Deppen, die jetzt hier vor der Kamera sitzen, nicht gefunden haben. So Behälter, wo man so Benzin reinmachen kann. So, hier. Öl, nee. Alter, du kannst doch gerade mal 3 Meter sehen. Es ist. Ach, 30 Zentimeter, meine ich. 3 Meter, schön wert. Vielleicht wirklich noch im Stromraum. Im Strom? Oh, gerade, vielleicht haben wir da noch irgendwas. So, können wir hier noch irgendwie. Das sieht mir noch so aus, als könnte man damit interagieren. Oh, nee. Nee, auch nicht. Nüchte. Notstopp ausmachen. Aber warum konnten wir jetzt das Tor aufmachen? Also hinter dem scheiß Tor musste doch irgendwas sein. Oder können wir das Ventil nochmal mitnehmen, um ein anderes Tor? Meine Fresse, reden heute echt schwer. Nee, können wir nicht. Also muss ja hier irgendwas drin sein, was wir mitnehmen können, müssen, tun. Ad hoc würde ich jetzt mal sagen, wir haben irgendwas noch nicht gefunden. Also wie zum Beispiel eben ein Kanister. Wo wir uns halt einfach ein bisschen was abzapfen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen... Ach du Scheiße. Kann mir auch nicht vorstellen... Dass wir jetzt hier so ein riesen Fass irgendwie hin und her zerren sollen. Mann, ist der Duschter. Lecke mich am... Ist aber schön. Früh 16. Jahrhundert. So lecke er mich am Popis! Der Schuft! Oh. Das war alles. Oh Gott, Alter. Schön, 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 schön. So, die Bretter können wir auch nicht mitnehmen. So, dann geht's hier lang. Vielleicht müssen wir zum roten Licht. Flieg nicht ins Licht! So, hier sind wir noch nicht reingekommen. Vorne vielleicht irgendwas noch. Die man hier alles so schön rausgeschmissen hat. Na, scheint aber nicht so. Nee, also. Nee. Nee, 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 nee. Er liegt unter der Kiste in der Speisekammer. Ich meine, wir können jetzt mal zur Speisekammer hin und vielleicht musst du die Kiste ja nochmal berühren. Ja, nee, die haben wir doch schon. Also, das ist doch hier die. Also ad hoc würde ich jetzt sagen, so, das ist jetzt die Speisekiste. Also die Speisekammer. Und hier war ja genau. Auch, wir haben ja auch den Schlüssel gefunden, der hier drunter war. Also ich glaube, das... Warte mal, das ist doch hier so ein Schalter hier, den wir... Ja, aber den können wir nicht mitnehmen. Naja, hundertprozentig brauchen wir den später noch irgendwie. Der kommt bestimmt nachher noch. Achso. Ist doch so wahrscheinlich so ein Game, wo du halt eine Waffe findest und dann die brauchst. Die brauche ich nicht. Und nachher ist sie. Musste die halbe Map umlaufen, um die zu kriegen. Hast du da an der Seite einen Hebel, den? Oh ne, kannst du auch nicht, ne? Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel, Benny! Aber was passiert jetzt? Also, vielleicht geht jetzt vorne die Tür auf. Das wäre jetzt so der nächste logische Schritt, finde ich. Nein! Aber würde auch keinen Sinn machen, tatsächlich, irgendwie, wenn du einen Hebel umlegst. Aber ist halt. Dunkel. Ja, hier ist jetzt dunkel. Vielleicht, weil wir den Hebel umgelegt haben? Es war vorher auch schon duster. Die Huppe. Ach so. Alter, was ist denn passiert jetzt? Na, sag mal. Wenn ich. Geh doch mal in den Speiseraum, weil da war ja auch ein Hebel. Können wir den jetzt bedienen? Wo ist denn da ein Hebel gewesen? Wo war denn hier ein Hebel? Im Schrank? Achso, ob ich den nehmen kann. Den da. Nee. Nee, schade. Mich wundert es halt, wie gesagt, wir haben da das Ding und wir können halt den Kanister nicht nutzen. Ich verstehe es halt nicht. Ja. Ja,
Dann schalten Sie es wieder ein. Schalten Sie den defekten Schalter aus, schalten Sie die Notverschraubung ein. Alles sollte funktionieren. So, wieder unten. So müssen wir den Schalter hin und her kippen. Bett? Na, den Schalter, den wir jetzt gerade aktiviert haben. Ne? Ja. Runter machen, hoch machen. Runter machen. Runter machen, versteck nicht nochmal und dann hoch machen. Ich weiß ja nicht. Okay. Ich weiß, also, ich hab jetzt keinen anderen. Keine andere Ize. So, also wir machen wieder hoch. Jetzt wieder runter. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal runter machen. Was ja Quatsch wäre. Hast du hier rechts noch einen Hebel? Weiter rechts gucken. Hier, nee, jetzt weiter links. Jetzt weiter links. Nee, da. Jetzt rechts. Da ist auch noch ein Hebel, oder? Da. Ich denke mal, hier werden wir den anderen Hebel drin tuddeln müssen. Okay. Ach, leg mich doch, Alter. Oder auch nicht. Warte mal. Haben die unterschiedliche Farben? Ja, der eine ist rot und der andere ist auch rot. Achso, schön. Ja, jetzt könnten wir natürlich probieren. Der eine ist rot, der andere ist schwarz. Ja, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, okay, dann lass uns mal... Oma ja, Wettermax, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Ich spiele gerade Open Door. Übles Spiel. Ja, wir können es ja ausprobieren. Also wir müssen mit dem roten Hebel einmal runter, dann hoch. So, und mit dem schwarzen Hebel runter. Jetzt wieder an den roten Hebel. Runde. Und an den schwarzen Hebel hoch. Okay, probieren wir mal andersrum. Okay. Also, roter Hebel runde. Roter Hebel hoch. Schwarzer Hebel runde. Roter Hebel runde. Schwarzer Hebel hoch. Okay. Okay. Ich möchte nicht rausgehen. Ehrlich gesagt, es ist da. Ha! Ja. Ha! Er ist weg. Also, hoffe ich. Und nun? Wo ist denn das Stromaggregat? Das Notstromaggregat? Ach, guck mal, hier ist. Ha, guck mal, da vorne. It's open your. Wunderbar. Schön. Progress. Oh, und noch ein Keller. Schön. Oh, warte mal, dann nehme ich doch hier, was soll denn das da stehen? Ein Gerhard Schleifer oder was? Ja, das ist ein Gerhard Schleifer. Schön, gimmick. Die Türen zum Generatorraum haben sich plötzlich geschlossen. Also hoffe ich, dass mich das Ding hier nicht erwischt. Es ist doch nicht, weil wir sie alle verbrennen, oder? Nein. Oder es ist wegen der ganzen seltsamen Forschung. Der alte Jim hat sich gestern verbrannt. Ich habe versucht, ihn davon abzuhalten, aber er sagt seltsame Dinge über das Hören von Stimmen und dass er das alles nicht ertragen könne. Warum ich mich auf all das eingelassen habe. So, wo ist wohl unser Spind? Die guten Spinde. Oh ja, erstmal ein Helm. Ist ja Sicherheit. Geht vor. Ja, okay. Nelly, bitte nicht. So einen fiesen Soundalert jetzt. Bitte nicht. So, den können wir gar nicht anfassen. Können wir nicht anweichen. Okay, hier steht einfach nur eine Tür. Das ist einfach nur eine Spinntür. So, hier hinten haben wir nochmal einen Sicherungskasten. Und hier haben wir Knochen. Oberschenkelknochen. Wunderschön. Kann man machen. Hab ich auch mal meinen Spind. Und hier haben wir einen Torso. Ach, toll. Ach, schön. Noch ein Kopf bei Ihnen. Super. Hauptschalter. Achtung, der Strom zum Schalter kommt direkt vom Generator von unten. Und wenn jemand versehentlich den Generator ausschaltet, wundere dich nicht, dass du in diesem verdammten Katakomben eingesperrt bleibst. Ich habe euch gewarnt. Ja, ich würde. Also ich würde jetzt einfach als Trollo zumindest einmal den Schalter runtermachen. Okay, es passiert nichts, schade. Geht doch wieder hoch, der Schalter vor allen Dingen. Ah, okay. So, jetzt. Ja, jetzt müssen wir runter. Ach Gott, mir ist doch die verdammte Axt, ey. Die Maus weggeschmissen gerade. Feuer. Oh, come on. Oh, Gas? No. So, ja, da werden wahrscheinlich die anderen Fässer hin müssen. Wie jetzt? Die anderen, die wir jetzt oben gesehen haben? Wahrscheinlich.
Wie willst du die denn da runter? Also, wie langsam willst du die runtertransportieren? Ich weiß auch nicht. Ich teile nur meine Gedanken mit. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass es so kommen könnte. Und ich glaube nicht, dass wir hier rüber können wegen Gas. Probier mal. Was passiert, wenn er durchläuft? Ja, nicht. Okay. Das ist einfach nur so ein Luftschleier. Kennt man ja aus dem Kaufhaus. So, oh, ein Reifen. Geil. Verbrenne ich. Guck mal, hier haben wir die roten Kanisse. Und wir können sie nicht nehmen, Alter. Dann hüllt man einen Pupwagen los. Recht mir. Und ein Schlüssel war da. Wir haben fast keinen Sprit mehr und das verdammte. Roma Wetterwachs. Schön, dass du da bist. Nicht so schön, dass du hier so eine fiesen Alerts abfeuerst. Oh Gott. Creepy Door, gerne gehört. Oh, oder? Doch. Da hast du Melly angemeckert. Doch, halt Melly angemeckert. Nein, alles gut. Ihr könnt gerne, dafür sind sie da, feuert sie ab irgendwie. Es ist halt nur einfach fies. Es ist einfach, macht nur ruhig. Könnt ihr ruhig machen. Nimmt ruhig eure Messer aus unseren Rücken. So, wir haben fast keinen Sprit mehr und das verdammte Ventil ist noch da, nicht da. Hier ist der Schlüssel zum Reifenlager. Es gibt wirklich ein Reifenlager, Benny. Oh Gott. Benutze jedes Mal 2 Reifen, wenn du den Ofen anzündest. 2 Reifen müssen wir benutzen. Wenn wir noch ein Fass hätten, hätten wir bestimmt genug. Und vergiss nicht, es wieder zurückzustellen. Das war random. Ach, guck mal hier. Benny hat hier einen random Sound abgefeuert. Was? Ich weiß gar nicht. Nein. Auf so, Fall. Wir haben den Reifenschlüssel abgeholt. Schön. Also ich muss sagen. Pause, Start, Stopp. Ach du Heilige. Okay, aber wir haben jetzt den Reifen. Also. Ja. Ich würde mal kurz da oben gehen. In der Hoffnung. Dass der Schlüssel zu diesem Raum passt. Diesmal. Mutig. Yes. Jetzt für Höhe. Ja, das Reifenlager. Oh, ich gebe mir auch mal so schöne gammelige Zeitungsausschnitte auf. So schön schimmelig. Wunderbar. Reifenzählung. 4 Altreifen. Montag 7 Stück, Dienstag 3 Stück, Mittwoch 4 Stück, Donnerstag wurden für die Verschwendung von Reifen verprügelt. Schön. Freitag 2 Stück, Samstag 2 Stück und Sonntag 2 Stück. Ist das jetzt ein Code, den wir uns merken sollen? 734222? Also warum? Auch also wieder jetzt teile ich nur meine Gedanken mit dir, lieber Benny. Ich weiß es nicht. Achso, ich will gerade ein Foto machen. Achso, na dann bitte. Ich nehme es mal mit. Hab ich. So, okay, hier können wir noch die Reifen wegmachen. Da drunter liegt quasi der dritte Fass. Können wir es denn auch nehmen, ist denn immer die große Frage. Nee, wir können es... Oh, jetzt! Jetzt kann ich es nehmen. Okay. Jetzt! Dann... nee, ihr kannst jetzt ist hier zu. Das ist ja schön. Das ist ja schön, Jetzt muss ich die schwere Scheiße so weit tragen hier. Hast du noch eine Orientierung hast, wo du hin musst? Ja, okay. Jetzt ist tatsächlich nicht so schwer. So komplett quer durch den Gang gepresst, das Ding. So, und hingestellt. Nee, willst du nicht hier? Ja. Arretiert das Ding. So, weil jetzt können wir tatsächlich erst anscheinend die Fässer nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt überall da, wo wir Fässer gefunden haben, nochmal zurück? Jupp. Oh Gott, wirklich. Oh no. Und lass mich raten. Oh nee, doch, ist offen. Guck mal. Achtung, heißt es von hinten. So, ihr habt eine prima Ladung Sprit bestellt. Kann die Party abgehen. Sumpf. Und the last one. Aber das ist... Wir sind dann unten am Arsch, Benny, irgendwie. Weil ich glaube, das Gas wird dann entzündet werden. Wir sind dann am Arsch, da gebe ich dir recht. Flump. Voll und ganze. Bam, bam, bam. Voll der grobe Motoriker hier. So, ich muss vorbei hier. Oh Gott. So, schön. Das hätten wir. Naja, ich sag mal so. Start? Wollen wir mal? Wieder mal. Jupp. Ah, it burn! So, sagen wir mal Pause? Weil wir müssen ja noch Reifen verbrennen, glaube ich, oder?
Das ist nicht so schön. Oh, guck mal. Die Tür hier. Das Feuer zu löschen. Warum denn jetzt? Dreh erstmal einen Alm rum. So, wenn man den Brenner anhält, drehe das einsame Ventil, dann nach rechts bewegen. Drehen Sie nur das rechte Ventil. Weitergehen zum nächsten. Was? Drehen Sie das einsame Ventil. Okay, hier muss irgendeins alleine sein. Danach? Dann nach rechts bewegen. Also quasi das rechte davon oder? Ja. Wird's ja. Drehen Sie nur das rechte Ventil. Weitergehen zum nächsten. So, das wird wahrscheinlich das einsame sein. Ja. Also. Drehen Sie das einsame Ventil, dann nach rechts bewegen. Warte mal, ich muss erstmal alle wieder zumachen, wa? Ja, das ist immer geil, wenn du einfach erstmal schon wahllos random irgendwelche Dinger schon getrunken hast. Ja, da bin ich ein krasser Typ. So, okay, also, das drehen wir nach rechts. Dann nach rechts bewegen, drehen Sie nur das rechte Ventil. Das rechte. Das meinst du? Ja. Weitergehen zum nächsten. Ja, war das jetzt das nächste? Und dann kommt schon nichts. Bei viertens ist dann vorbei. Gab's noch eine weitere Zettel-Info? Also kommt man auf die Rückseite irgendwie, weil da ist ja noch so ein Pfeil nach unten. Aber gibt keine Rückseite, okay. Schade. Ja, was heißt denn das? Umdrehen? Wiederholen? Nee, wiederholen Zeichen ist ein anderes. Oder sollen wir von dem Viererventil aus nach links gehen? Aber das ist ja Quatsch. Aber das ist ein Schlüssel? Was? Ein Schlüssel? Oh, das ist ein Schlüssel, Melli! Jojo, entschuldige bitte. Super! Ja, nicht gesehen. Wofür? Geh mal weiter. Oh Gott, okay. Nee, ich möchte den Schlüssel wieder hin. Nee, möchte nicht. Ach komm, hör doch auf, ey. Na, Leute? Okay, Liste der Testpersonen. Körper. Pochepo Jam. Harris Nick. Box. Swami. Schnee. Larry. Larry Schnee, Alter. Das ist aber ein Koksername aus der 80er, ey. Mein lieber Herr. Spectre Frank und Stephanie Patricia. Okay. Gut, ich gehe mal von aus, hier werden wir wahrscheinlich nach einem Datum nachher die verbrennen müssen. Ja, aber... Mann, warum erschrecke ich mich denn immer jedes Mal so krass, ey? So, also, wir jetzt nochmal kurz. Chat, jetzt arbeiten wir mal kurz alle richtig hier zusammen. Drehen Sie das einsame Ventil. Ist klar, ne? Das ist das, was sich jetzt rechts von uns befindet. Dann nach rechts bewegen. Also, ich bewege mich nach rechts. Drehen Sie nur das rechte Ventil. Das haben wir gemacht. Weitergehen zum nächsten. Eigentlich haben wir genau das gemacht. Moment, warte mal. Wir haben tatsächlich... Nee, haben wir nicht. Achso, und jetzt auf Stopp drücken. Warte, Dings... okay. Das Ventil sollten wir gar nicht drehen, oder? Kann das sein? Wie? Natürlich, oder? Nein, steht also nicht das da. Einsame, hier steht, drehen Sie das einsame Ventil. Drehen Sie das einsame Ventil. Wir können es ja nochmal machen. Ich habe ja hier ein Foto. Und ich habe gerade gelesen, von Jojo kam eigentlich auch nochmal die Idee, danach vielleicht mal auf Stopp drücken. Okay. So, dann nach rechts, dann das, genau, dann das und jetzt genau das. Und jetzt mal hingehen und sagen Stopp. Schade. Scheibenkleister. Weil ansonsten, also ich verstehe es ja sonst auch nicht anders. Wir haben ja nur das eine einsame Ventil, dann nach rechts bewegen, drehen Sie nur das rechte Ventil. Weitergehen zum nächsten. Diese Zeichen da unten, dieses Umdrehzeichen mit den vier Punkten. Ja. Das ist auch jetzt nicht umsonst auf diesem Zettel drauf. Was könnte das heißen? Und das Schlimme ist, ich kann das Blatt Papier nicht umdrehen. Weirig. Ich hätte ausgehend vom Einsamen dann alle Rechtsventile gedreht. Okay, probier mal.
Oh, warte mal. Nee. Herr Junge. Du kleines Genie. Sehr, sehr, sehr gut. Super geil. So, dann holen wir uns erstmal ein paar schöne Reifen. Ist das schlimm, wenn ich das nicht raffe, was wir jetzt gerade gemacht haben? Aber ist okay, ne? Naja, letztendlich ist es genau so, wie da stand irgendwie. Nur, dass du halt immer nach rechts weitergehen solltest. Und wahrscheinlich bezog sich das halt auch auf die vier Punkte unten. Du sollst vier Rohre nach rechts drehen. Ach so. So, ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Reifen und die verbrennen wir denn hier. Oder was? Ja, komm, wir machen ein bisschen Reifenparty. Super geil. Yay! Du kannst auch nicht alle Reifen, also nicht jeden Reifen nehmen, ne? Nee, nee. Ist nur erwählte aus, nur die Slicks kann ich verbrennen. Das sind die guten Winterräder. Nur die guten, du. Also zwei zum Anfeuern, ne? Vom Ofen. Ja, also hat er mal zwei gemacht und irgendwann hat er Ärger bekommen, wo er dann irgendwie mal vier gemacht hat oder so. Aber was machen wir denn, wenn dann verbrennen wir noch einen Reifen und was passiert denn? Ist die Kausalität noch nicht so wirklich klar, was denn passiert? Wie bringt uns das weiter? Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. So, warte mal, lass mich mal kurz gucken, wie viele Reifen kann ich hier... Ah, nee, könnte da tatsächlich noch mehr nehmen. Fünf Reifen. Gut, schlepp's alle runter. Ich trage die Reifen wie kein zweiter, auch wenn mich der Alarm nervt. Ja, und wahrscheinlich müsste ich die wahrscheinlich auch eher in die Flammen, auf die Flammen packen, ne? Ja, die kannst du ja dann im Nachgang, kannst du ja immer noch hinschmeißen, oder nicht? So. Hammer. So, weil hier steht natürlich Montag 7 Stück, 3 Stück, 4 Stück. Donnerstag wurde für die Verschwendung von Reifen verprügelt. Und dann hat er nur noch 2 Stück, 2 Stück, 2 Stück gemacht. Tja, das ist nur die Frage, was für einen Wochentag haben wir heute? Soll ich mal wieder anmachen? Mach doch. Nee, geht nicht. Geht nicht. Weil wir müssen jetzt erstmal den Ofen vorheizen mit zwei. Heißt, wir gucken mal kurz, ob sich irgendwo noch eine Tür aufgetan hat. Nee. Ob wir nämlich irgendwo... Oh Gott, bitte sag mir jetzt nicht, dass der Ofen da oben ist. Okay, dass ich die Reifen völlig umsonst hier runtergeschleppt habe. Kannst du den Hebel bewegen? Also den... Jetzt bleibt er so. Vorher ist er wieder hochgeschnappt. Man kann jetzt auch nicht mehr zurückklappen. Nee, verdammte Katakomben, wenn du nicht mehr bleibst. Oh! Eine Blutspur, die ist aber schön. Schauen wir mal, wo die hingeht. Ja, wahrscheinlich da, wo die Reifen hin müssen. Oh, scheiße, die Tür ist wieder offen. The door is open again! Ja, schön. Oh nein, oh nein! Hey! Na, du, Pflaster abreißen, Benni? Ja, mach ruhig. Also, ne, ist toll. Okay, 3, 2, 1. Na! Okay. Ah! Oh, danke fürs Spielen. Okay, es war halt nur eine Demo, ne? Irgendwie. Wunschliste, wenn es dir gefällt. Fand ich super. Hat mir gut gefallen. Ihr Lieben, das war die Demo von Open Door. Falls es euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Benzinkanister nach oben da. Und hinterlasst doch bitte einen Reifen als Abo hier irgendwie. Und wir sehen uns dann zur nächsten... Oh mein Gott! Wir sehen uns dann zur nächsten Reifenverbrennung wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.